Okay. Was ist das für ein Raum? Der merkwürdigste, den wir bisher entdeckt haben. Echt unheimlich. Sie enthält genetisches Material der Kent. Ja, ich glaube, das wird eben benutzt, um die zu verändern. Der Inhalt. Ich kann den Inhalt nicht bestimmen. Dafür bräuchte ich mehr Zeit und Ressourcen. Eilig aufgebrochene Kapseln. Ich denke, da werden wohl welche drin verändert worden sein. So, wir sammeln alles ein, was wir kriegen können. Mehr zu scannen gibt es ja nicht, wie es aussieht. Also für mich deutet alles darauf hin, dass die genetische Veränderungen an den Angara vornehmen. Deswegen auch die Einteilung nach genetischen Merkmalen, denke ich. Weil wahrscheinlich bloß bestimmte Angara zu der Mutation fähig sein werden, die hier durchgeführt wird an den Angara. Okay, die Tür ist zu. Und ich denke mal, die, bei denen das funktioniert, werden genommen. Denen wird das Zeug dann eingespritzt und dann mutieren sie zu Cat. Noch ein Dekontaminations... Runter! Sam, kannst du irgendwas unternehmen? Arbeite dran. Wie befürchtet. Wie befürchtet, die Angara werden zu Cat gemacht. Nein, warten Sie! Verschonen Sie den Angara! Seien Sie vorsichtig! Töten Sie ihn nicht! Jarl, er schießt auf uns! Jarl, ich schwöre Ihnen, diese Cat kriegen, was sie verdient haben. Zeit zu sterben, ihr Monster! Ihr Verbrecher! Arschlöcher seid ja sowas von erledigt. Und es macht alles Sinn, leider. Sie müssen, um ihre eigene Art zu erhalten, die Angara rauben. Weil sie einfach Nachwuchs wahrscheinlich machen müssen. Die hätten wir. Okay. Geht's allen gut? Also. Was zum Teufel war das? Als hätte ich noch einen Grund gebraucht, die Cat zu hassen. Ich habe schon eine Menge Scheiße gesehen. Aber das hier ist einfach nur böse. Ich glaube, du hast nicht genug von den Reapern mitgekriegt, mein Freund. Jaw. Sie sind wir. Ich scanne weiter nach der Moschei. Irgendwo muss sie ja sein. Wir müssen sie finden. Schnell. Sie sind wir. Ja. Wie viele habe ich getötet? Ich wusste es nicht, Ryder. Sie haben sich gegen dich gestellt. Und wenn das tatsächlich sowas ist wie die Indoktrination, dann waren sie vielleicht mal deine Artgenossen. Sind es aber nicht mehr. Und selbst wenn... Was sagt das schon aus, wenn es die gleiche Art war? Ihr seid in einem Konflikt miteinander. Jaw, die Schuld trifft allein die Cat. Das macht es nicht besser. Nein, aber vielleicht stärkt es den Widerstand. Vielleicht. Ryder, Jaw, ich hab sie! Sie ist hier!
Na los! Sam, ich muss in diesen Raum. Jetzt! Die Kontamination wird überbrückt. Und Feuer, los geht's. Die kriegt ihr nicht. Wir werden sie retten. Mir ist scheißegal, dass ihr unsichtbar seid. Steck dir deine Unsichtbarkeit sonst wohin. Auf geht's. Komm schon. Was? Falsche Taste. Hier ist nix. Ach, hier drüben. Hier ist ein Aufzug. Sam, was hast du für uns? Ich konnte am letzten Terminal auf die Pläne der Einrichtung zugreifen. Ihr wahrscheinlichstes Ziel ist die Shuttle-Rampe weiter oben. Ja, die wollen die ausfliegen. Wahrscheinlich auf das Schiff des Archons, nehme ich an. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Ich habe aber die Befürchtung, genau das wird passieren. Sie wollen sie wegschlafen! Halten Sie durch, Moshai Sepha! Wir werden sie befreien! Sie werden es nicht bekommen! Nein, Sie werden sie nicht bekommen! Das ist sie ja hier, sehe ich gerade. Oha! Komm schon! Alles drauf! Scheiße! Oh, 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 oh! Fuck! Du kleiner Bastard! Neuer Versuch. Die Ecke war schlecht, ich geb's zu. Okay, das versuchen wir gleich nochmal. Na da. Er ist im Prinzip genauso wie die anderen, die wir bisher hatten. Halten Sie aber durch, Moshai Sepha. Wir werden Sie befreien. Bisschen härter vielleicht. Drauf auf die scheiß Kugel. Sie sind nur ein mangelhaftes, unwissendes Geschöpf. Oh shit! So, jetzt mein Freund. Okay. Dich kriegen wir schon noch, mein Freund. So einfach. Kriegst du uns nicht ein zweites Mal. Okay, ich gehe mal in Deckung hier oben. Oh, das war knapp. Okay, schön in Deckung bleiben. Solange der Typ bloß von da aus schießt. Ah, oh, da sollten wir vielleicht zur Seite gehen. Komm, jetzt haben wir ihn gleich. Shit. Wo ist er hin? Drauf auf die Sau. Ah, komm schon! Ah, der mit seinen scheiß Teleportationsfähigkeiten. Ätzend. Okay, nächste Runde und dann haben wir ihn, glaube ich. Das sollte reichen.
Oh, shit. Okay, wir müssen bloß immer darauf aufpassen, dass uns das nicht in die Quere kommt. Ansonsten sollten wir eigentlich relativ safe sein, hoffe ich. Und nicht zu nahe kommen vor allem. Oh shit, 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 shit. Okay, das ging gut. Oh Gott. Ja, zielen sollte man ab und zu. Und ich glaube, das war's für ihn. Ja, der Kardinal ist vorbei. So, kümmern wir uns noch um den traurigen Rest hier und dann haben wir es doch geschafft, oder? Immer noch einer. Komm schon, wo bist du? Wo bist du? Da. Und das war's. Wir haben die Moshei. Jawohl. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener der Cat ist je wieder zurückgekehrt. Das wollen wir ändern. Dann sind Sie die Erste. Verschwinden wir von hier. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Oh, es bleibt hier. Es ist für den Archon bestimmt. Ein Gefangener? Moment, ich will wissen, warum der Archon... Arrogante Dummköpfe, es ist ein Geschenk und Sie verweigern es ihm? Sie verwandeln sie in Monster, die ihr Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erbärmlich wie Sie, doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich, so wie die Erwählten. So wie eines Tages auch Sie. Das wollen wir mal sehen. Wir brauchen niemanden, der uns erhöht. Pathfinder, ich registriere mehrere Kettkreuzer im Anflug. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam, hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter? Ich kann das EM-Feld auf Ihren Befehl hin überladen. Wir müssen zuerst unsere Leute befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und den Angara darin zu helfen. Hören Sie! Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein, er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn Ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt. Unsere Leute sind hier. Unsere Kämpfer. Unsere Wissenschaftler. Unsere Stärke. Schwere Entscheidung. Endlich mal eine schwere Entscheidung. Da habe ich drauf gewartet. Und ich glaube, ich werde die Angara retten. Wenn sie weitermachen, dann werden wir sie wieder infiltrieren, die Anlage, und werden die Cat wieder vertreiben. Aber für den Moment ist wahrscheinlich die Rettung so vieler Angara tatsächlich das Wichtigere. Na schön. Lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jor, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Kette eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam, welches Geschenk die Kette ganz Andromeda macht. Nicht wirklich. Schlimmeres verdient. Das war eine Sie. Wir haben die Moshei. Es wird Zeit zu verschwinden. Ich persönlich hätte... Sie werden es uns nicht leicht machen. Ich persönlich hätte den Kardinal ja als Gefangenen mitgenommen. Ich werde Ihnen helfen. Kommen Sie. Stellen Sie sich zu mir. Nein, Moshei.
Moschei! Schonen Sie Ihre Kräfte! Diese Entscheidung treffe ich! Die ist schon ganz schön stures Kaliber, oder? Kann das sein? Oh, nicht in den Abgrund springen. Alien-Freunde sind regelrecht furchterregend. Ach was. Da ein Weg für uns. Hier entlang. So, da drüben ist noch irgendwo einer. Da. Meine Kraft lässt nach. Lassen Sie mich zurück, falls erforderlich. Quatsch, keine Scheiße, Alter. Wir sind wegen dir hier. In Ordnung. Gute Idee. Bessere Position. Pathfinder, bitte kommen. Wir haben die Moschei. Hank, schaffen Sie unsere Leute raus. So viele wie möglich, bevor Verstärkung eintrifft. Mach ich. Aber wir sollten diesen Ort zerstören, solange wir hier sind. Wo ist denn jetzt der genaue Punkt, an den ich muss? Ach, ich soll einfach zu ihr, okay. Nee, ich persönlich hätte den Kardinal als Sklavin genommen, denn wir wissen einfach noch viel, viel, viel zu wenig über die Cat. Aber die Wahl bestand jetzt nicht. Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches, dann sehen wir weiter. Was ist das? Ein Cat IROC? Willst du mich verarschen? Muss sowas sein? Oh, verdammt, der kommt näher. Achtung, Leute, es wird ernst. Verstanden, Ryder. Kacke. Sowas kann ich echt nicht gebrauchen. Langsam ergibt das alles Sinn. Ich bin nicht sicher, ob ich in diese Fabrik eindringen will. Oh, was shit! Du mir leid tun, du sture Mistgeburt! Achtung, Scheiße! Nahkampf. Okay. Komm schon! So, du Fucker! So viel zu dir! Und das sammle ich noch mit ein. Drauf auf das Schwein. Oh Kacke, noch so einer! Der Sturm wird schlimmer. Wir müssen von hier weg. Sofort! Willst du mich verarschen? Wo kommen die ganzen Viecher her? Kacke! Ich geh dann mal. Bis die Tage! Ich höre Sie. Alles läuft gut. Bringen Sie Ihr Team raus, bevor die Kette eintritt. Kein Problem. Wir schaffen das. Huh. Das ist ja geschafft. Ein voller Erfolg. Eieieiei, das war hart am Ende. Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Entschuldigen Sie uns, Lexi. Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Joel sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es sie also, was ich zu sagen habe. Das hätte es vorher auch schon, aber da gab es wichtigere Dinge als zu reden. Ich habe getan, was ich für richtig hielt und ich stehe dazu. Ach so, das. Dann verstehen Sie auch, wenn für mich die Zeit gekommen ist, das zu tun, was ich für richtig halte. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verderben und zerstören uns oder diejenigen, die wir lieben. Ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Cat ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln.
Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktech und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh nein. Relikte, natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja, Jarl hat es mir erzählt. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Ah, Besessenheit würde ich es jetzt nicht nennen. Das ist eher pragmatische Notwendigkeit, das Ganze, dass ich in die Reliktgewölbe will. Das ist alles. Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu Ihnen. Entschuldigung, aber bitte? Gefühle dürfen der Wissenschaft nie im Weg stehen. Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sefer. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Was war denn das gerade für ein Spruch gewesen? Also ich muss sagen, irgendwie ist sie ja echt ein bisschen merkwürdig. Na gut, wir haben es geschafft, sie zu befreien. Steht auch bloß die Moschei drüber, finde ich gut. Und haben einiges über die Kette erfahren gerade. Unser nächstes Ziel ist Aya, denn wir haben den großen Part unserer Mission oder unseres Deals mit den Angara erfüllt. Sprechen wir noch mit dir kurz. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Okay, dann sprechen wir doch nicht mit ihr. Sie ist ein ganz schön stures und zickiges Exemplar, muss ich mal so feststellen. Also, charakterlich jetzt nicht unbedingt mein Liebling bislang. Ich habe die Missionsbriefings gelesen. Das ist nicht gut, Ryder. Der Archon ist gefährlich. Ich kenne Typen wie ihn. Ja, er ist auf jeden Fall gefährlich. So gefährlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir bereit sind, es mit ihm aufzunehmen. Wir schalten ihn aus. Alles, was wir brauchen, ist ein Plan. So wie ich das sehe, denkt der Archon, er wüsste, was das Beste für uns ist. Das Problem ist, er kann es auch umsetzen. Dieser Aufstieg, den die Cat durchführen, er verwandelt die Leute in Sklaven. Und dasselbe kann er auch mit uns machen. Die Macht dazu hat er. Gegen jemanden wie ihn muss man schnell und hart zuschlagen. Ist der Anführer erstmal erledigt, sind die anderen kein Problem mehr. Ernsthaft, werfen Sie eine Nuklearbombe auf ihn. Sprengen Sie eine Sonne, wenn es sein muss. Und nehmen Sie die Kollateralschäden in Kauf. Sind Opfer unvermeidlich? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin bei beiden Antworten nicht so begeistert von. Das ist nicht mein Stil. Es passiert, dass man in so einem Konflikt wahrscheinlich auch irgendwelche unschuldigen Opfer erwischt. Aber Opfer sind unvermeidlich. Würde ich jetzt nicht unbedingt so hinsetzen. Das klingt so wie, ja, machen wir auf jeden Fall. Also gehe ich eher zu, das ist nicht mein Stil. Es gibt bessere Wege, ihn aufzuhalten als rohe Gewalt. Kann schon sein. Aber ich lasse einen Gegner nicht so nah an mich herankommen, dass er meinen Panzer aufbrechen und mich sanft erledigen kann. Man kann bei solchen Typen keine halben Sachen machen. Das geht nie gut aus. Ach, muss es denn wirklich in jeder Galaxie Despoten geben? Als ich noch für den Schutz des Portals verantwortlich war, wurden ständig Kolonien angegriffen. Wir haben die Kolonisten ausgebildet und sie haben angefangen, sich zu wehren. Damit hatten die Piraten nicht gerechnet. Die Angara wissen bereits, wie man kämpft. Aber der Archon hat eine ganze Armee, die seinen Wahnsinn unterstützt. In diesem Fall sind wir die neue Variable. Er kann nicht vorhersehen, was wir tun werden. Ja, das ist ein Vorteil, solange wir ihn richtig ausspielen. Denken Sie weiter darüber nach, wie Sie vorgehen wollen. Wir kriegen nur eine echte Chance, oder? Yep. Wenn wir zuschlagen, müssen wir sicher gehen, dass er nie wieder aufsteht. So sieht's aus. Und deswegen müssen wir mehr erfahren über die Cat, bevor wir irgendwas tun. Das hat sich mal wieder gezeigt. Und deswegen hätte ich den Kardinal oder die Kardinälin offenbar, denn die Moschee hat ja von einer Sie geredet, auch nicht umgebracht. Das war, finde ich, ein großer Fehler. Also wir hatten ja nur die Wahl, den Kardinal ziehen zu lassen oder ihn umzubringen. Da bringe ich ihn lieber um in dem Fall, aber ich hätte ihn einfach als Geisel genommen. Ich meine, warum nicht so agieren? Dann könnte man ihn befragen und wirklich mehr erfahren über die
ganze Art zu denken der Cat, über die Strategien der Cat. Natürlich wird er nicht nur die Wahrheit sagen, aber man erfährt zumindest ein bisschen mehr, als man so weiß. Das war nicht schlau, finde ich.